meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt ein Special-Video. Mein Papa schminkt mich als Zombie. Hallo meine Lieben, ich bin hier. Passend zu Halloween und da Zombies ja gerade so teuflisch in Mode sind, wird mir jetzt als Zombie geschminkt. Ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Ich mache das auch relativ schnell jetzt. So, ich habe mir hier schon eine dunkle Grau angemischt. Ich finde sie noch fast ein bisschen zu hell, aber jetzt schauen wir mal. Und danach gibt es so eine spezielle Tube hier, so Zombie-Haut. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das auftragen soll, wenn ich ehrlich bin. So, also Augen zu. Mache ich jetzt mal einen ums Auge rum, einfach ein bisschen dunkel. Okay, das war es eigentlich schon. Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Das andere Auge noch. Sieht aus wie ein Pirate. Bleib mal gleich so, genau. Augen zu. Das kitzelt voll. Komm, mach mal zu und entspannt. Aber ihr kennt ja Milay schon aus den anderen Schminkvideos. Da bleibt kein Muskel, 10 Sekunden ruhig oder 5 nur. Ganz entspannt mal die Augen zu machen. Das geht jetzt aber. Macht jetzt gar nichts aus, wenn ich da ein bisschen ausmal. Da unten müssen wir mal ein bisschen noch näher ans Auge hin. So, und da noch. Okay. Das reicht schon. Pirat. Und hier jetzt bin ich gespannt, wie ich das auftrage hier. Ich probiere es jetzt mal mit dem Schwamm hier. Ich will gar nicht wissen, wie matschig das sein wird. Schaut gut aus, meine Lieben. Ips! Am Fußboden. Lecker. Das soll ja auch so ein bisschen ausschauen wie ja, abbröselnde Haut sozusagen. Der nimmt das eklige Stück. Du freust dich gern, dass du mich mit so einem ekligen Ding anschmieren kannst. Ich mich nicht. Mama. Das dauert schon wieder länger, als ich gedacht habe. Mach nicht so viel Matschepampe. Das kommt wieder. Eklig. Das ist ja zum Teil gewollt, dass es so ausschaut. Blut. So, also das war es jetzt eigentlich mit der Haut. Blut. Mehr mache ich da jetzt gar nicht. Schon wieder zu gemacht. So, und dann braucht man Blut. Das ist doch Blut. Zombie braucht Blut. Da habe ich einmal Wundschorf. Und wir haben für frisches Blut praktisch dieses hier, Fake Blood. Probieren wir jetzt mal, ja. Das ist wie so ein Gelee, dunkelrot. Und das trägt man mit dem groben Schwamm hier auf. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Schaut schon mal ganz gut aus. Und dann die Zombies, die essen ja die Menschen. Das heißt, der Mund muss ja rot werden. Meine Lippe musst du vorher auch machen. Milay hat gerade gefressen. Oh, das schaut doch schon gut aus. Ich fühle mich wie so ein... Wie ein Mensch, der hat eine Haut, der es gar nicht gibt. Mehr braucht man fast gar nicht. Jetzt schaue ich mal, was ich mit dem Blut hier anstellen kann. So, jetzt nehme ich dieses frische Blut hier. Schau mal, wie das wirkt. Trag das mal auf meinen Pinsel ein bisschen auf. Du musst am Kopf noch.
Es hat jetzt eine Konsistenz wie Marmelade hier so. Ja. Müsste man jetzt praktisch so machen. Du musst hier noch oben ein bisschen, weil irgendwie nur hier unten ist ein bisschen blöd. Du musst hier oben noch ein bisschen. Okay, dann kriegst du oben noch ein bisschen Wundschorf. Okay. Dann kriegst du da oben noch. So. Und ich hätte Nasenbluten. Das ist zu viel dann. Mich juckt. Ah ja, ich habe mich gejuckt. Aua, es macht mir weh. So. Reicht. Als Zombie reicht es, finde ich. Man kann natürlich hier noch das Ganze hier schminken, aber dann wird man jetzt das ganze Ding hier dreckig machen. Und darum würde ich sagen, passt. Man sieht schon, das wird dann trocken. Das bröselt dann ab, aber das ist ein cooler Effekt, finde ich. Also man könnte es hier jetzt noch ein bisschen stärker machen, dieses Grau. Da schimmert die Haut durch. Aber ich finde das so als Effekt eigentlich ganz gut, weil es ist ja der ursprüngliche Mensch, der gestorben ist und die Haut ja noch da ist und die verfault praktisch jetzt so langsam bei ihr. Oh, finde ich ganz cool. Das bröselt ab, ist wie Sand im Gesicht. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen da, abonnieren nicht vergessen. Und zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn ihr keinen Daumen lassen, da lasst, oder wenn ihr nicht vergessen, dann esse ich euch auch. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, Leute.